Ein Termin, der unter die Haut geht. Am 27. Januar findet die jährliche Gedenkfeier für die Opfer des Holocaust statt. Aus diesem Anlass kommen auch Victoria und Daniel von Schweden in die Erik Eriksson Halle in Stockholm, um der Opfer zu gedenken. Dabei zeigt sich das Kronprinzessinnenpaar besonders nahbar. Victoria erscheint in einem bordeauxroten Outfit, bestehend aus einer Wolljacke und einem A-Linienrock aus plissiertem Stoff in einem ähnlichen Farbton. Die 46-Jährige setzt für diesen Anlass auf einen zurückhaltenden Look und verzichtet bewusst auf knallige Farben. Schwarze Lederstiefel und eine Ledertasche mit Stacheln runden den Look ab. Während der Gedenkfeier reihen sich Victoria und Prinz Daniel zwischen die Holocaust-Überlebenden Piotr Zettinger und Kate Watch ein. Neben diesen starken Persönlichkeiten zeigt sich vor allem die schwedische Kronprinzessin bewegt. Bewundernd blickt sie zu dem 86-Jährigen auf und vertieft sich in ein Gespräch mit ihm. Mit diesem herzlichen Auftritt hinterlässt das schwedische Kronprinzessinnenpaar nicht nur einen bleibenden Eindruck, sondern zollt auch den Opfern und Hinterbliebenen Respekt.